Tu kein Metall in den wissenschaftlichen Ofen. Der behandelt mich immer wie ein blödes Kind. Ich mach, was ich will. Ah! Oh! Schon wieder ein Feuer! Nein, Danny, den nicht. Da ist nichts mehr drin. Wir müssen den großen nehmen. Ich sagte doch, kein Metall in den wissenschaftlichen Ofen. Wieso hast du das gemacht? Jetzt mach doch nicht gleich ein Fass auf. Besorg dir einen neuen. Ich will aber keinen neuen. Ich will den Carmine mir geschenkt hat. Oh, Carmine. Ich will den Carmine mir geschenkt hat. Carmine. Warum heiratest du Carmine? Ich kaufe dir eine kleine goldene Mikrowelle und hänge sie dir an der Kette um den Hals. Willst du mehr so sein wie Carmine? Dann würde ich sagen, bau was, so wie er, anstatt Geschäfte zu machen, die so scheiße sind wie dein Wissenschaftsofen. Ich habe gelesen, das Ding zerstört alle Nährstoffe in unserem Essen. Das ist Oberscheiße, wie deine Geschäfte. Oberscheiße. Das ist Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Steht in dem Artikel. Siehst du? Von Paul Brodeur. Du bringst was ins Haus, das die ganzen Nährstoffe in unserem Essen kaputt macht und unser Haus in Brand setzt? Gut, dass ich da war.